Moin meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, wir chillen heute in Fortnite. Ich mir gedacht habe, so ein bisschen Abwechslung wird auf jeden Fall schon gönnen. Wir zocken ein bisschen Arena, denn ich habe halt die Season echt nicht gezockt, nur ein bisschen zwei, drei Runden mit einem Kollegen. Und ich habe gehört, dass Fortnite irgendwie so wieder ganz gechillt, sag ich mal, sein soll. Ich habe nicht ganz so viel davon mitbekommen, aber ich denke, es könnte ganz funny werden. Und ich denke, wir starten einfach direkt rein. Bis gleich. Okay, meine Freunde, wir sind jetzt hier auf der Spawn-Insel. Ey, die habe ich mir auch noch gar nicht richtig angeschaut. Nicht wundern, falls manchmal laggt. Ich weiß nicht warum. Aber ich hoffe, das wird kein Problem werden. Ja. Irgend so ein weirdes Sturmgewehr. Perfekt. Ich hoffe, das passt übrigens mit den Sounds, weil ich habe das nicht neu eingestellt. So, ich habe ein paar Sachen hier schon so entdeckt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal. Ja, Tankstelle ist immer gut, wenn man dahin geht. Und nicht wundern über diese komischen Tap-Sounds hier. Die sind einfach von meiner Tastatur. Aber ich weiß nicht warum. Ja, starke Sache. Ich hoffe, das stört nicht so sehr. Ansonsten. Schreibt es in die Kommentare und ich probiere es irgendwie zu beheben. Okay, hier kommt auf jeden Fall wer mit, Digga. Alter, aber hier wer. Wer kommt denn bitte zu einer Dreckstankstelle? Ich gehe nur hier nur hin, weil ich echt schlecht in Fortnite bin. Warum hat die zwei. Ach, die hat ein Doppelmagazin, ja moin. Jo, diese Sens. Ich habe früher relativ häufig Fortnite gespielt, aber das war halt so zu Season 4, 5, 6 Zeiten. Und perfekt, ich bin ja komplett. Oh mein Gott, er hat mich gepickaxed. Der 10 AP. Ich habe am Anfang nicht gesehen, dass da wer chillt. Okay, let's go. Zweite Runde. Ey, hoffentlich wird das besser. Das ist ja richtig enttäuschend hier. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal hier oben irgendwo hin, weil das habe ich halt echt noch nicht erkundet. Und was ist denn das? Ach, irgend so eine Abzeichen-Zeug, maybe. Ey, das ist aber ein Schloss, oder? Hä, ist das so ein Schloss in Eis? Also, wie man merkt, ja, ich habe keine Erfahrung, sag ich mal, jetzt hier auf der neuen Map. Ja, lädt auf jeden Fall richtig stark. Ich weiß aber nicht, ob ich dann so full den Fight gehen will. Oh, eine Scar. Hä, eine Scar? Eine graue Scar. Hier ist irgendwo ein Gegner. Okay, leichte Überforderung. Kickt rein. Ja, okay, der war ja maximal lost. Das kann man echt nicht zählen. Aber ich hatte auch null Aim. Ich weiß nicht, ob man es gerade mitbekommen hat. Es war der krankeste Lag EU West. Und ich ziehe jetzt mal durch, weil dahinter uns wer ist. Und ich habe, by the way, eine Krone. Ich finde es ein bisschen verwirrend, um ehrlich zu sein, dass es in Fortnite inzwischen so viele Waffen gibt. Also früher gab es irgendwie so, keine Ahnung, ich würde jetzt mal geschätzt 15, 20 Waffen sagen. Aber mehr gab es halt auch nicht. Und jetzt gibt es irgendwie so 1000 Pumpguns gefühlt. Beispielsweise. Ich glaube, ich hätte einfach sprayen sollen. Oh, ich fühle mich gerade gefühlt Season 1, Digga. Nicht bauen, einfach ausweichen. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, übertreib, Digga. Bau dir eine Villa. 100. Digga, was geht denn bei der Pumpgun ab?
Junge. Ach Mann, Alter. Was ist denn das? Digga, er baut sich fette Villa. Ich wollte entspannt fighten gehen, Digga. Digga, wo ist der hin? Und es fängt an zu laggen. Ich bin aber nicht weggehen hören. Ist hier. Digga, er ist da oben. Ja, genau, Alter. Oh Gott. Also das war ja mal übertrieben lost von mir, muss ich wirklich zugeben. Aber ich dachte, er wäre da unten irgendwo gewesen, weil ich habe ihn nicht bauen hören. Okay, meine Freunde. Ich denke mal. Anvil Square. Ja, ich denke, ich gehe irgendwo hier so runter. Ich hoffe, ich sterbe halt nicht direkt. Waffe. Waffe. Stark. Okay. Ja, okay, eine Pistole. Stark. Oh, Impulsnetze sind eigentlich immer ganz wichtig. Damit kann man durchziehen, wilde Shots landen, aber. Mein Aim ist so wenig on point, ich denke nicht, dass es was wird. Okay, die ist Krang anscheinend. Das Problem ist, ich habe halt kein Sturmgewehr, ne? Was ich persönlich jetzt nicht ganz so sympathisch finde. Ich weiß nicht, ob es nur mir so beim Spielen geht, aber. Oh. Mit Donner-Shotgun und Saufpacks. Irgendwie fühlt es sich ein bisschen abgehackt an. Ich weiß nicht warum. Aber ich denke, es liegt an den krassen FPS-Drops die ganze Zeit. Da ballert die WLAN-Connection auf jeden Fall gut rein. Da oben. Ich habe eine Idee. Hier sind ja noch welche. Wenn ich hier irgendwie so hochkomme. Kollege. Mach doch mal was. Der chillt safe da drin. Irgendwo. Ja, es war so klar, Digga. Boah, hab ich mich erschrocken. Habt man's gemerkt? Safe Call, Digga. Ach, Digga, dieses scheiß Kaliber-Müllgewehr. Junge, was ist denn das für ein Gewehr? Ich werde von der Seite weggelasert. Dann kommt dieser Tony Stark-Dude mit seinem Kaliber. Es war scheiße geplayt von mir, das gebe ich zu, aber. Ja. Einfach alle zu gut für mich. Ich sag's euch, wie es ist. Aber ich würde an der Stelle auch sagen, das soll es dann mit dem heutigen Video gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das unterstützt sehr krass. Und ich wollte mich auch bedanken für die ganzen Kommentare und. Abos.
Ihr habt richtig reingejallert. Ja. Ciao.